Yo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Update zu Meyer Burger und endlich habe ich auch meine Aktien bekommen nach der Kapitalerhöhung. Schauen wir uns gleich mal an, auch wie mein Depot aussieht. Doch zunächst mal ein kleiner Überblick über die letzten Tage. Auch heute wieder stark 8,21% federn gelassen. Das ist natürlich ziemlich traurig, aber das Coole bei Meyer Burger ist eben, wenn man so Tage wie heute erlebt, wo es eben tief nach unten geht oder immer wieder mal in den letzten Tagen schon minus 16%, gibt es auch zwischenzeitlich immer wieder mal Tagen, wo es stark steigen kann und man sich dann natürlich morgens freut wie ein kleines Känguru auf dem Trampolin, wenn man dann sieht, oh geil, heute plus 20%. Ja, insgesamt muss man sagen, haben wir die ganze Zeit nicht so genau gewusst, ja, wo stehen wir jetzt? Der Kurs war nicht richtig Fisch, nicht richtig Fleisch, weil wir hatten ja hier am Anfang die fallende Kurse. Klar, das hat schon verwässert, weil die neuen Aktien quasi schon eingerechnet waren. Allerdings haben die Leute hier viele sie noch gar nicht erhalten. Und ja, am Ende haben die Leute erhalten und dann auch gleich verkauft. Also ich persönlich hätte hier jetzt für kein Geld der Welt verkauft. Im Gegenteil, ich hätte jetzt gewartet, um hier nachzukaufen. Aber klar, wer das rechtzeitig, wer eben einen Vorteil hatte, sozusagen einen Wettbewerbsvorteil, wer seine Aktien ein paar Tage vor anderen hatte, der hätte natürlich gut oder hat wahrscheinlich auch gut Geld gemacht, wenn er sie hier verkauft hat, weil er natürlich wusste, dass andere noch warten und nicht die Möglichkeit haben. Und natürlich konnte man es nicht wissen, dass es so kommt, aber es war schon so ein bisschen vorherzusehen. Deswegen bin ich persönlich jetzt auch nicht im geringsten hier ja, beeindruckt oder irgendwie traurig, dass es jetzt so tief fällt. Im Gegenteil, ich denke, wenn schon, denn schon, jetzt könnte man sogar noch nachlegen, ist natürlich immer die Frage, wie viel Geld kann man gedanklich abschreiben, weil wer hier natürlich reingeht, der muss auch immer mit einem Totalverlust rechnen. Neuer Start in den Vereinigten Staaten, wird es dann besser? Ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass die Situation in der Solarbranche in den Vereinigten Staaten viel besser wird oder viel einfacher ist. Du hast da auch große Konkurrenz und ich weiß nicht, ob das da der große Hit wird, aber kann natürlich sein. Und wir sehen, es gibt einige große, namhaften Solaraktien in den Vereinigten Staaten, die schon ordentliche, hohe, einstellige Milliarden, sogar zweistellige Milliarden Market Cap haben. Was natürlich, wenn das bei Meyer Burger auch so wäre, nice aussehen wird, so einfach mal 10, 20, 30 x. Aber das ist natürlich jetzt in diesem Stadion absoluter Traum, denn wir müssen realistisch bleiben. Ein Umzug und komplett neu anzufangen ist immer mit Risiken behaftet. Wir haben es ja gesehen, vor ein paar Jahren in Deutschland voller Vorfreude gestartet. Und man kann schon sagen, mit Pauken und Trompeten gescheitert. Ja, und so sieht das jetzt bei mir dann aus. Meyer Burger Aktie. Ich hatte 50.000 Stück und du weißt, für 5 Stück hätte man eben 28 bekommen können zum Preis von einem Rappen. Und ich habe dann eben auch die 50.000, also 280.000 dazu gekauft. Insgesamt habe ich jetzt hier noch einen Wert, also 1,2 Rappen ist der Wert von einem Stück mal 330.000, da komme ich auf 4.733,66 Euro. Man muss ja auch immer noch berechnen, dass Schweizer Franken und Euro ja auch noch eine Umrechnung ist. Und ja, das ist jetzt minus 20,13%, 1.193,15. Wir können das hier auch mal farblich sehen. Insgesamt 5.926,8 Euro reingegangen. Stand jetzt sieht es natürlich aus wie eine dumme Sache, aber man muss überlegen, warum macht man das, ja? Ich persönlich bin reingegangen, weil ich erstens das Risiko liebe und weil ich weiß, hey, hier kriegt man zwar für viel hier geht man zwar großes Risiko ein, aber das ist eben auch eine Aktie, die potenziell dann eben nicht 20%, sondern vielleicht 2.000 oder 20.000% macht. Ja, also ich will mal die Kirche im Dorf lassen, 20.000 ist ein bisschen übertrieben. Aber du weißt halt nie, was passiert. Und wenn so eine Firma plötzlich mit vielleicht Sanktionen auf dem chinesischen Markt einschlägt wie eine Bombe, kann es da durchaus auch eben richtig satte Gewinne geben. Und wenn man dann bereit ist und sagt, hey, ich knall da jetzt mal 6.000 Euro rein, ja, vielleicht spielt dann eben auch noch der Kurs mit einer Rolle, dass zum Beispiel der Euro krachen geht irgendwann, aber der Schweizer
Franken stark bleibt oder der Schweizer Franken sogar noch besser wird, dann kannst du natürlich auch durch die Währungsumrechnung noch Profite machen. Und das sind halt alles so Sachen, wo man sich überlegen muss. Und deswegen sage ich, hey, wenn es halt nicht scheitert, mein Gott, dann sind halt 6.000 Euro weg, dann arbeite ich ganz normal weiter. Aber wenn es halt klappt und so ein Ding, sage ich jetzt mal, wirklich 30x macht, dann hast du halt Kohle, wo du 10 Jahre früher, 5 Jahre früher in Rente gehen kannst, wenn du dementsprechend einfach liegst, lebst und ne, das richtig anlegst. Also das sind so Überlegungen, wo man haben muss. Und ich persönlich bleibe drin, ich werde es nicht verkaufen. Meine Devise ist in dem Moment ganz oder gar nicht. Ja. Im Süden sagt man Geisch oder Fretsch. Also gehst du oder stirbst du, so nach dem Motto. Und ja, im Endeffekt sage ich ganz ehrlich, ich gucke da auch rein. Und wenn es 8% runtergeht, minus 20%, minus 1.200 Euro, man muss es halt können. Man muss quasi emotionsfrei bleiben. In dem Moment, wo du jeden Abend vom Schlafengehen da reinguckst und Angst hast, dann wird es nichts. Ich möchte dir da mal eine Geschichte erzählen von einem Kumpel von mir. Ich habe damals von Meyer Burger erzählt. Ich bin damals das erste Mal reingegangen, so 10, 12 Rappen, und habe ja später auch ordentlich verkauft und oder nachgekauft noch, dass der Durchschnittspreis, glaube ich, bei 25 bis 30 Rappen war. Habe dann aber bei über 50, über 60 verkauft irgendwann. Und der ist reingegangen und dann hat er irgendwie 20-30% Gewinn gemacht, also das mit 1.000 Euro rein ungefähr, oder mit 1.000 Schweizer Franken, ist ja auch egal. Und dann hat er irgendwie ein paar Prozent gemacht und irgendwann ging es ins Minus, dann war er bei minus 6% am Tag. Und dann hat er gesagt, ey, ich kann das nicht, ja, ich habe gestern Nacht nicht schlafen können, weil ich die ganze Zeit an mein Geld gedacht habe. Und ich habe gedacht, ja wie? Hey, du verdienst doch im Monat als irgendwelcher, als Chef vom Lidl, nicht Chef, als Filialleiter bei Lidl da deine, also sagt er zumindest, seine 9 oder 10.000 im Monat. 1.000 Dollar ist doch nicht viel und du kannst doch gewinnen und du hast ja nicht so große Verbindlichkeiten. Ja, aber ja, ich weiß nicht, es fühlt sich so schlecht an und das ist einfach nichts für mich. Habe ich gesagt, ja gut, ich finde es sehr gut, dass du das weißt, dann lass es auf jeden Fall. Weil in dem Moment, wo du emotional bist, dann ist Meyer Burger nichts für dich. Das ist wirklich für diejenigen, die eisenhart sind. Und wichtig ist natürlich, eins darf man nicht vergessen, gerade bei diesen Aktien, die so volatil sind, wo so ein bisschen Glücksspielcharakter hat, sind halt die meistens die Verlierer, die erstens zu spät reinkommen und zweitens eben zu früh rausgehen oder zu spät rausgehen, weil sie zu gierig oder zu ängstlich sind. Angst und Gier ist eben das Schlechteste. Ja, das soll es gewesen sein. Hier nochmal der Hinweis. Hier in der Gruppe Finanzfüchsler Aktientrading gerne reinkommen. Da kannst du dann auch alle Fragen zu Meyer Burger stellen. Hast dann da oben auch die Möglichkeit, hier auf die Lupe zu klicken, also oben auf das Logo klicken und dann auf die Lupe, dass du zum Beispiel alles zum Thema Meyer Burger suchen kannst. Und das ist natürlich dann auch eine richtig gute Möglichkeit, um dir hier kostenfreie Infos oder Ideen zu holen, beziehungsweise wenn du irgendwelche technische Fragen hast, auch gerne Fragen stellen kannst, dass dir geholfen wird. Ja, in dem Sinne, alles Gute, bleib gesund, ciao, ciao.